Ihr Motten. Lass mich allein und hau ab, ihr Motten. Mama, ich will das denn nicht sagen. Ich will das denn nicht sagen. Wohin gehen wir denn? Raus. Hast du Geld dabei? Ich will das nicht sagen. Oh, raus. Wenn du schöne Haare hast. Ich hoffe, ihr mögt mich heute. Besser. Du bist auch ganz hübsch. Okay, die Tasche muss mit. Müssen wir Tasche, nicht. Ja, hast du recht. Mama, müssen wir auch baden. Hey, machen wir Picknick? Mein Freizeitmütze. Da ist kein Picknick drin. Na gut, ich finde das nur wegen der Decke. Halt, wir ja, das ist Corona zum Hinlegen. Ich muss mal kurz die Tür machen. Ich will auch eine kleine. Mama, danke fürs Baden. So, jetzt kannst du erzählen nochmal. Also, wir fahren jetzt ins Meer, wo Mama gegangen ist, war. Und wenn sie es aussehen kann, fahren wir jetzt dorthin. Ja, das Meer war ja wirklich schön. Das ist ja. Ich sitze. Genau. Hier. Hi. Ja, Platz haben wir noch einen sogar. Etwas zu viel, Mama, glaube ich. Das ist etwas zu viel. Ja, ein Platz haben wir ja noch. Ja, hey, der Platz hier. Also, Mama, stell mal vor, bekommst du jetzt noch Baby, könntest ja hier hin. Ja, genau. Aber dann reicht es wirklich mit Babys. Mama, mein Rucksack ist doch da. Wir sind jetzt ins Meer. Das ist die aus. Nein, nicht auf. Wasser rein für die Muscheln. Ja, da ist irgendein Tier. Nein, das war's. Das sind diese Stücke waren. Okay, ja, Mann, das Wasser war noch nicht. Ja, finde ich. Das Wasser war ganz viele Muscheln gesammelt. Und die ganze Tüte ist voll. Viel was meint. Und ja, wir gehen bald mal eigentlich nach Hause. Das eine, was noch im Boden drauf war. Mama, ich hab alles gefunden. Gefunden? Eingeknotet. Was ist denn das? Hat sich eingeknotet. Gut, okay. Das Bad vom Strande. Mal gucken, was wir heute noch machen. Ganz weiße Packen. Ein bisschen unweich. Es ist ungefähr sehr viel gelöckerte Ohren. Hast du auch eine Mütze oder so, Tommy? Na, so ganz kalt und eisig ist. Ja, das liegt ja halt auch. Das Wasser ist noch kälter. Wir gehen jetzt zum Palast. Also zum Schloss gehen wir jetzt. Und wir gucken uns da jetzt das Schloss an. Den Garten. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt an. Ich habe 12 Tage vielleicht Geburtstag. 7. September. 7. September hat in 12 Tagen vielleicht Geburtstag. Ja. Mama, wir fahren mit der Boot. Wir gehen mit dem Schloss. Papa,
Hä? Ist sofort tief, wenn man da reingeht? Da, ja, da ist tief. Tief kann man. Ganz tief. Guck, so tief, dass so ein Schiff drauf fahren kann. Guten Morgen. Perfekt, perfekt. Auf Tour! Richtig. Was riecht denn hier so lecker? Richtig. Muss meine Frau sein. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Hallo, liebe Leute. Tja. Was machen wir heute? Einmal. Zweimal. Prost, dreimal. Achtung. Na, das übliche Prozedere vom Aufmachen, Sortieren, kurz durchfegen, arrangieren. Müsste ja nicht dabei sein. Wie immer sauber machen. Was gibt's heute in der Welt? Geht's vor? Außenauto schickt Berlin ins Jahre 2011. Zurück. Zurück, genau. Naja, mit ihren Mieten da. Muss ja Oma sein, wa? Ups. Gleich mal kurz zur Oma. Treppe wieder. Aber einmal eine Woche. Ja, wa? Morgen bin ich nicht da, wollte ich ja. Ich habe gelesen. Morgen Krankenhaus. Morgen ist der Laden den ganzen Tag zu. Und wenn es so schön ist, der Kurs war vielleicht da, fahrt auf dem Raum mal runter oder nicht mal schnell, aber kurz vor dem Tag, aber sonst. Machst du nicht. Ja, guck mal, wenn überhaupt jeder kommt. Kannst du deinen Kaffee ausdrücken? Jetzt kann ich meinen Kaffee ausdrücken. Genau. Heute erster Auftrag ist, war ja schon unser Test in unserer Testreihe aktiv für die Frontlampe. Hier. Das ist ein Mietrad von mir. Das kam jetzt so zurück, völlig verballert. Da baue ich mal das Hinterrad aus und schaue mir den an, was da los ist. Das ist da locker. Was ist da los? Das hat sich total verdreht, auseinandergedreht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, Hinterrad ist raus. Nein, das geht natürlich nicht. Ja. Das hat auf einmal blockiert irgendwie. Und das war's. Marsch.
Arsch ist im Arsch. Was habt ihr? Was braucht ihr? Lange ist der, ja. Ja. Was gibt es? Rücklichtbremdlicht, sowas. Großauftrag. Vielleicht kannst du mal mit einem Fachmenschen nicht mal drauf gucken. Großauftrag. Rücklichtbremdlicht. Gut, wie auch immer. Oh, was ist denn los? Wollen sie alle Garantie? Uff, uff. Ah, mich aber auch. Mensch, das. Also wirklich, ey. Ich verstehe es ja ein Stück weit, aber auch nur ein Stück weit. Klar, ich mache alles auf Garantie. Ewig noch. Ewig hin. Gerade Bremszüge. Bremszug, wahrscheinlich vor 3 Wochen sagt sie, was hier, Bremszug habe ich gewechselt und 3 Wochen später ist er wieder gerissen. Ich sage, naja Mensch, dann muss es ja wohl offensichtlich irgendwo eine Scheuerstelle geben. Hab am Hebel gewackelt. Ich sage, er ist ja komplett locker. Ich meine, ist ja klar, dass wenn der Hebel so viel Spiel hat, dass er denn scheuert. Aber das hat er ja damals nicht gehabt. Also, weiß ich nicht. Also, zumindest war das fest und alles okay. Wenn er wieder reißt, sagt er, ah nee, ich habe ja schon 15 Euro bezahlt. Ich sage, ja, aber das ist ja der Zug gewesen, ein Berechnik, im Grunde genommen ja nicht mehr. Nee. Sie sucht etwas anderes. Warum läufst du denn? Rad ist nicht mehr zu retten, auf alle Fälle. So, wollte ich sagen. Aber ist kaputt. Achse ist ausgelutscht. Das ist das Problem. Und Achse tauschen, das lohnt sich nicht. Single Speed Hinterrad kommt drin. Gut, wunderbar. Der meldet so haben, wie es ist. Er hat da Internet nachgeklickt und sagt, er will das so haben. Er will leichter. Ich sage, dann kannst du gleich laufen, sage ich. Aber er will das so. Also baue ich das wieder ein. Das ist falsch, das ist falsche. Lass alle liegen, lass alles stehen. Das ist es ja auch gar nicht, wa? Nö. Gut gewesen. In der Hinfahrt ist mir ein Ding runtergeflogen an der Ampel. Mir zwischen den Beinen durchgerollt. Und ein beknackter Taxifahrer, der ist an der Stoßstange bei dem, weil der vorgerollt ist, und hält ja den ganzen Verkehr auf und kippt nach, ob da eine Schramme dran hält. Ich sage, was ist mit dir los? So ein kleines Spannding da, wie heißt nicht der? Ich habe Alzheimer viel. Nein, das Einfache, aus Plastik. Kabelbinder. Ja, Kabelbinder. Warum? Kabelbinder. So schnell. So. Ja, das ist halt rapide alt. Ja, das reicht. Ja, danke dir. Ja, bitte, bitte. Man hört und sieht sich. Ja, bis dann. Fahr vorsichtig. Ja. Ich bin übrigens mit meiner Yamaha hier heute. Ja. 20 Kilometer schneller, das macht schon was aus. Ja, auf alle Fälle. Ja, von Hause aus ist da sehr wenig Fett hier drin an dem Lager. Wie gesagt, das hatte ich ja schon öfter auseinandergenommen. Mal die Narbe. Und einmal habe ich es euch gezeigt intensiv. Also hier ein bisschen Fett nachdrücken. Hinterrad ist drin. Pump ich jetzt auf. Farbenschläuchen, die Spinde haben.
Kaputte meinst du? Kaputt, ja. Kannst du umsonst haben, die sind draußen. Wenn noch welche da sind, die hängen die draußen über dem Baumstamm. Okay. Moin. Hi. Ich hab ein Problem. Welches? Ich hab deine Reifen oben an. Und ich hab keine Ahnung wo. Uiuiui. Der zeigt mir noch keine Rückmeldung. Ich krieg, dass irgendeiner Titel hat. Aber ich hab's heute früh eingeladen. Das weiß ich ganz genau. Ich hab ja ein Päckchen auch abgehakt. Na Mensch, die sind ja gut. Mal gucken, ob die ehrlich sind. Ja, irgendeiner muss er haben auf jeden Fall. Ja. Jetzt nehme ich dir noch den Rest. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich kann dir das auch alles bezahlen, aber dann müssen wir mir den Rest bringen. Das kann man auch machen, aber dann eben nicht morgen, weil morgen ist noch ausgerechnet geschlossen. Auch das können wir machen. Ich fahre ja die Woche die Runde, also ich bin nicht ja. Ich kümmere mich drum auf jeden Fall. Ja, danke. Für das Vertrauen erstmal und dann sehen wir uns am Mittwoch. Alles klar, dann machen wir jetzt so. Gut. Ach, habt ihr gehört. Jetzt fehlen hier nur die Decken, wo ich vorhin dem Kunden gesagt habe. Komm später wieder, da sind die Decken da. Passiert? Was soll man machen? Passiert. Gut, dann schraube ich den mal an hier. Das ist ein geiler Sattel. Respiro Air Ventilation System. Ah, hier vorne kommt die Luft drin, hier oben kommt sie raus. Ist bestimmt angenehm. Für Blasenkranke. Naja. Jo, fertig. Sattel ist dran. Nochmal, dass der fällt. Aber warum nicht? Das ist ein total toller Sattel. Sieht aus wie ein Raumschiff. War der Warp-Antrieb gerade? Pakete. Tada! Daumenschalthebel. Yay. Siebfach. Sitzt. Ich will sofort losfahren. Ja, wahrscheinlich. Aber Nächste. Bestimmt ist meins leichter, oder? Ha! Ja, okay, also zwei von meinen. definitiv. Ja, der Schlüssel kann jetzt mal wieder rennen. Das ist ein S-Punk. So eine Bremsscheiben habe ich auch noch nie gesehen. Boah, naja, die könnte schon die Framkant dabei gewesen sein, was? Aber die Kurbel. Schwer zu sagen.
Und ja, ich wollte heute kurz, jetzt gleich zu meinem Straflager. Ja. Deine Mutter hat Probleme mit mir. Ach nee, echt? Endlich hat es mal hergeschafft, jetzt wo es zu spät ist. Wie jetzt, wo es zu spät ist? Naja, wo ich halt nicht mehr hier bin, meine ich. Ne? Na ja, gut, da bin ich da hier. Ich wollte heute Abend vorbeikommen, ne? Geh mal kurz das Ende waschen. Nicht an mir, wann war sie denn da? Du bist nicht auffindbar, sagt sie. Ja, wann sie da war, gestern, heute, oder? Nein, weiß nicht wann. Weiß nicht, wann warst du denn da das letzte Mal? Einen Tag später. Ja, später war sie da, ja. Also sprich, ja, Samstag war, du warst dann vielleicht mal kurz da. Genau, abends halt. Ne? Und am Montag war sie da, letzte Woche, also wie gesagt. Genau, irgendwann abends warst du da. Ja. Und das war nur Samstag, wa? Genau. Abends. Ja. Und dann am Montag war sie da, letzte Woche. Lass mich auf der Arbeit nicht mal telefonieren. Sag immer, deine Mutter macht sich Sorgen, macht sich Sorgen, macht sich Sorgen. Aber ich darf nicht mal meine Mutter... Aber sie war auch bei dir auf Arbeit. Ja, aber hey, ich darf... Aber wenn, ne, wenn... Sie sagen mir, sie macht sich Sorgen, aber ich darf nicht einmal telefonieren. Oder... Entschuldigung, Fehltag wegen einfach, ne? Oder flieg aus meinem Wohnheim. Weil ich muss dann einfach mein Zimmer aufräumen. Und deswegen wollte ich nicht zur Arbeit und die lassen mich nicht mal einen anrufen. Echt, die haben bei meiner Mutter... Ey, zum Anrufen kannst du herkommen, was ist denn los für dich? Ja, du such doch nicht immer nach Ausrede. Ich kann dich nicht, wenn ich im Tempel bin. Aber wenn du kurz vor deiner Strafarbeit herkommst und mal kurz telefonieren willst, kannst du hier hinkommen. Ich musste doch, ja, danke, das weiß ich zu schätzen, das würde ich auch nutzen. Das aber soll dann kann ich auch zur Telefonzelle gehen. Dann kann ich auch zur Telefonzelle schmeißen, irgendwann ist auch gut. Aber ja, kostet dich aber Geld. Da, ne? Ja, aber das wäre in dem Moment auch egal, nur ich war da draußen, wo eine halbe Stunde zur nächsten Telefonzelle dauert. Ja, und ich musste das Zimmer aufräumen. Einfach, aber es ist ja jetzt geklärt. Es ist geklärt, ja? Du fliegst da nicht raus. Ich fliege nicht raus, weil es so wie es aussieht. Wir müssen noch auf einen Sachbearbeiter warten, der kommt aus dem Urlaub. Bald. Und der kann noch, aber steht alles auf der Kippe. So, aber warum steht es noch? Das kann auch nicht raus, der war zu lange. Ich war zu lange nicht angemeldet. Dann dachte ich, ich bin auf der Flucht. Wo die im Wohnheim schon war und. Lässt sich halt schleifen, ja. Naja, gut. Okay. Und wie viel ist dann? 5, 600 oder? Nee, Quatsch, muss ja. 7? Ah, weißt du, oder? Ja, wollen wir mal gucken. Ja. Ja. Ho, ho, ho. Ich kotze ja. Ich bin zum Kotzen, ich weiß. Guck mal nach Reifen, nach Schläuchen. Hab ich hier noch was? Ich bin auch nicht mehr. So Bügel. Ah, da sind noch welche. Na, hören Sie mal. Hören Sie mal, optimal, den Schmuck mal. Mein Fahrrad haben sie geklaut. Ja. Nicht das neue. Aber mein altes. Mein altes. Nehme ich nachher mit, okay? Oh. Lange halten.
Alles nur Quark. Quark mit Zuppegrün. Ah, er ist schon wieder Feierabend bei. Und du hast nicht passiert? Ein Schlauchwechsel. Mein Tag ist auch so unterbrochen, ich da morgen. Muss ja hier sein. Kann ich dann ändern. Der morgen ist frei. Der morgen war ich frei. Noch schon mal wieder kein Geld verdient. Ich bin ein Trottel. Hollandrad von heute Morgen. Reifen platt. Ich hab übersehen, das wurde zerstochen. Alter, ich übersehen, wie kann ich denn das übersehen? Ey, ich hab das durchgefühlt, direkt das zweimal durchgefühlt. Den Kaugummi, jeden Scheiß fühlt man, aber man fühlt nicht den Einstich. Zeig mir sehen natürlich, jetzt wird aufgepumpt war. Und jetzt beim Rausheben denke ich, hey, halt. Da meinst du noch, ja, da war doch ein Einschnitt oder so. Ich sag, was? Nicht viel sehen. Dreh das durch, nicht mehr. Muss ich's nochmal machen. Jetzt wollen wir es wissen. Einmal frei zu sehen. Ja, tatsächlich, ziehst du nicht, wenn du so. Jetzt, wenn es wissen, sieht man es immer, aber. Ja. Scheiße. Was wir haben: Hinterrad eines Brompton. Sachs Dreigang. Kaputt, sagt er. Schau ich mir an. Schön. Das sieht doch fantastisch aus. Könnt ihr das sehen? Dieses Häufchen Elend, was sich hier rumragt. Ich nehme es mal ab. Das. Nochmal ein Lager. Ist es jetzt nicht mehr, wie man unschwer erkennen kann. Da ist noch eine Kugel, das muss jetzt alles raus hier. Mal gucken, dass wir hier alle Teile rausfischen. Moin. Ja. Welche, weil auch heute. Oh, du bist dann die Hütze mir. Ja, ja. Ja. Gerade heute so schlecht oben, das Wetter ist heute so scheiße. Zum Laufen? Ha? Zum Laufen? Ja. Wieso? Was hast du denn? Das meine ich ja, der ist schlecht oben, da hat der Tür so die Knie und die Waden weh. Und dann merke ich so, ich hab so hohen Blutdruck, so schwankende Blutdruck. Ja. Ich so ein Kreis so von oben nach unten, jetzt geht es schon wieder. Dann sage ich, genau, da ändert sich das Wetter, ja. Dann bist du ein Wetterfrosch? Wolfgang ist der Wetterfrosch. Ja, so, aber ja, so halb, ja. Halb, ich darf das schon gar nicht mehr sagen. Wenn das Knie zuckt, dann ist schlecht Wetter. Ich weiß. Ich darf das schon gar nicht mehr sagen. Ja, nee, wie gesagt, wir haben uns nicht unterhalten, die ganze Weile hier eben sitzt. Ja, habe ich gemerkt. Ganz netter, ja. Wolfgang hat sich voll verquatscht mit dem Nachbarn hier. Ja. Hallo, wir stehen, warten 60 Jahre, muss das schon nichts, aber ja. Na, ich hab heute. Dass du schon so alt bist. Ja. Na, wie so, ich hab heute Vormittag geheult. Geheult schon ja. Wieder, ach nee, Mann. Schon wieder, ja. Ja, was heißt schon wieder? Ja. Das ist so, ich kann zählen. Ja. Ich war auf Mittag, also halb zwölf Uhr rum. Wolfgang. Bei Norma einkaufen, wa? Ja. Ist der hier am Kommissar zur Norma? Ja. So. Ach, der kann ich sagen, ja, die Blonde war doch hier, aber mit der gequatscht, der Rede hier.
Und nach der Zone jetzt schon nochmal. Eine Zone weiter und runterfahren, das war so heiß, U-Bahn, jede Station. Kann er sowieso schon bis Samstag fahren. Und naja, was soll ich sagen, hier da hinten. Und da läuft immer so ein Typ hinter mir her, so ein Jungscher. Ja, wollte er dich beklauen? Ha? Wollte er dich beklauen? Nee, weil wir gerade nehmen. Ja, erzähl. Läuft immer hinter mir her und guckte mir die Waren an. Die haben ja alle so Werkzeug noch drin, so Sonnenangebote, mal so Schraubenschlüssel und Spannzeug und weiß ich was, alles da. Ja. Und so Hobe und so. Also naja, wie gesagt, schläger da rum so. Ich dachte, kriegst du was billig? Und läuft wieder hinterher. Ich sage, willst du was von mir? Nee. Geht's dann nicht, ich will in Ruhe einkaufen hier, sage ich. Ja. Dann läuft noch wieder hinterher. Bis ich daher sage, ich sage, dann sagt er, was immer zeigt er mir seine Karte, dass er bei Netter da ist, so, wie sagt man so schön, als Scherab eingestellt ist. Ja, also, ja, und Aufpasser. Und? Ja, ja, nicht. Ich sage, aber los, dann sagt doch gleichzeitig, dass sie hier Aufpasser sind. Ich hab richtig Angst gekriegt, der generell. Da hast du auch die Klau hier was oder was? Und ich sage, er muss rumlaufen. Ich sage, normalerweise schleppt man sich ja vor an der Kasse hin und passt dann um die Nahrung und die Leute beobachten. Hallo. Ja, dann habe ich nachher, wie gesagt. Na, hat er gedacht, du klaust oder was? Ja, hat er dann immer hinter mir hinterher. Bis dann nachher erzählt mit der Karte nicht so. Also, da hat er aber gegrient, aber er hat dann nicht alle gegrient. Ich dachte, ich konnte nicht rüber. Musst du mal sagen, was willst du jetzt von mir? Hat ihn da gefragt. Ja. Ich sag, was willst du denn von mir oder was? Sagt er nicht. Ich hab den Messer schon Feuerschütze geworden, weil die hat da eine Frau gefragt zu ihm oder zu irgendwo. Da hat die ihn rumgemault und sagte, dann ist das mal der Auskunft hier, ihr seid zu unhöflich. Echt? Ja. Naja, aber dann kannst du den doch auch sagen, ey, Alter, mach deinen Job richtig. Latsch mir nicht nach, du belästigst mich. Ich machst du wieder nicht. Ich hab mir einen Prospekt da vorne geholt, weil ich wollte ja wohl so einen Prospekt da. Ja, aber du musst dich auch mal zur Wehr setzen, Wolfgang. Dann musst du doch sagen, ey, Alter, was willst du von mir? Lauf den Leuten hinterher, lieber klauen, nicht mir. Was läufst du den alten Leuten nach? Wer weiß, ob du überhaupt echt bist. Komm mit, checken wir. Weißt du doch ja nicht, vielleicht hat der auch nur so einen ausgedruckten Ausweis und macht da eh noch Schelle. Ja. Und guckt, was der für Geld irgendwie hat. Und da sind die Ohrenschütze und Ohrenschütze. Norma von Blau. War das auch Kompensator. Da war so ein junger Typ, weil da lass den vielleicht da ja 20, 21 gewesen sein. Naja, aber macht der einen Sheriff los, Alter? Wen, auf was? Geht der auf Rentnerjagd oder was? So ein Pferd, oder? Ja, Idiot. So ein Wicht hat der. Er macht ein Wichtchen, klar. So ein Wichtchen, wa? Ich hab da so wütend gewesen, aber ich hab meinen Wagen ja noch gesagt, am Kasse lass ich mich drück, hab nicht. Und der Weg rausgegangen. Der Dieter Musiker hat den Wagen genommen, der wird mit meiner Tasche rausgegangen, aber der Hälfte, der ist richtig geklaut, weiß nicht, wie das alles war. Aber. Man kann mir, muss immer, ich komme ja manchmal Prospekte, so mit bei Aldi oder so, ob ich von ihm. Und wenn ich nicht, hier muss ich, was ich mir nichts verloren haben, ja. Sondern angefangen. Naja, ist doch dein gutes Recht, du kannst dich doch informieren, ne? Ja. Ich hab mir vorhin noch auch bei Norma, aber eigentlich ruft da, hat nur 14 Euro da gelassen. Und da war eine Kasse, wo so ein Türke da, der konnte die rechnen. Und ich geb ihm 15, 20 Euro Schein hin, ich will vorne rausgehen. Da guck ich, dachte, der Mensch, der Kollege sagt, du hast mir zu viele draus gegeben. Ich sage, gib mir meinen Bon mal auf, mal gucken, an der Kasse war das. Ja, musst du aber gleich kontrollieren, ne? Auch doch, das sagt ja. Ich sage, 60 Cent, 66, ich sage, schub da nicht, ich krieg da 5 Euro. Da habe ich gesagt, ich hab da weiter nicht gegeben, Tasche. Na ja, dann bin ich wieder gegeben. Zeig doch die Kasse sogar an, Alter. Ja, du glaubst, der hat ja gedacht, der kann mir bescheißen. Ja, das machen die aber nicht. Das waren dann einfach zu dumm, die zum Rechnen. Ja, klar, der war ja zu dämlich. Dann war ich zweimal gerade mal bei Netto gewesen. Nein, Quatsch, Norma. Gerade mal bei Norma, ja. Ich dachte, hier mal, guck doch mal, was hier ewig drin war.
Und die haben bei letzten auch so eine schöne Sache gehabt da. Die Kurs hätte mich ja verlockt, ja. Ist kaufsüchtig. Also, ich meine, ja. Kaufsüchtig. Naja, ich weiß, da haben wir gedacht. Also, ein bisschen ganze Sache. Naja, ist auch besser, Kurs, wenn Wolfgang nicht zum Geschäftsführer läuft. Ja. Aber. Und in dem Moment scheitert es sehr ruhig. Ich bin da so im Netz, ich weiß, ich scheiße ja ohne nicht. Ich hab da geheult, ich bin rausgegangen. Ja. Geheult hast du gleich wieder? Komisch, wenn mir einer so, ich bin da eben so ein Mensch, so was, das wisst ihr ja, wenn mir einer Lauf hinterher kraucht. Das ist genau, wenn der das erzählt, hat er doch damals gehabt, mit meinem Herzschrittmacher drin, wa? Ach ja, und das hast du mir erzählt. Ja. Das ist ja die größte Frechheit. Ja, ja. Alter. So. Dass du dann nicht sagst, Wolfgang. Ja, pass auf. Und das war Wolfgang der Kras, da weiß ich nicht mehr, wo das war. Ist ja ruhig, wo ich. So, wenn du rausziehst, dann tut das doch immer, wa? Ja. Piept das, ja. Und die sagen zu mir, verkauft, ich hab geklaut. Ich sag, na klar, logisch. Ja, na klar, du. Ich hab ja kein Schädchen gewissen. Ich hab zwar geheult, ja. Ich hab ja kein Schädchen gewissen, ja. Ja, hast du aber wieder geflinkt. Hör auf. Ja, das weiß ich ja. Aber ich will ja wohl sagen, ich bin ja aufgeregt, klar, weil ich Angst hatte davor. Haben sie auch die Geschäftsführer gesagt, bitte holen Sie den. Haben sie mir da Arme nach hinten gedreht, haben sie mir die Arme nach vorne gedreht und alles so nicht hält. Was? Wieso? Ja, hat dich angefasst? Ja, dürfen die gar nicht? Na ja, logisch, klar. Ach, wieso denn? Gesagt, ich hab geklaut, na logisch. Da dürfen sie doch nicht die Arme hochrücken. Na ja, haben die Polizei geholt, ich da normal so. Ich werd hier sitzen, bis der Puppen rankam. Und dann haben sie nachher dispensiert mit mir. Ja, der Mann drum und so. Polizei auch. Na, was haben sie denn? Ich sag, bitte tun mir Rucksack auf. Was haben sie da drinnen? Ja, nicht. War leer. Ach, ja, dann machst du gleich eine Anzeige. Ja, der leer gemacht, ja. Und dann haben die sich. Kriegt die Krise. Dann haben, ja, logisch. Die Diktateure kriegt die Krise, richtig. Dann haben die 100 Mann entschuldigt. Da habe ich gedacht, wissen Sie, was sag ich? Ihren scheiß Laden bezieht die Knie wieder. Aber ich weiß nicht, ob das hier auch noch ist schon eine Weile her. Jetzt haben sie mir den rausgenommen, hat er hier scheiß Arzt mit richtig. Der trägt du einen ja auf, wenn man nicht zuhört, da kriegt die aber wirklich, wenn du sowas hast oder sowas, du piept da drin, ja. Wenn du wenigstens geklaut hättest, Wolfgang. Ja, na, ich bin überall, wenn du ja auf der Hieber geklaut. Ja, ist ja klar, sollst du auch nicht klauen. Ja, das hat er nie gemacht. Das ist genauso sonst wie damals vor Jahren. Das war, ich bin mein Vater. Erzählt es weiter. Also, ich bin beim Fall wegen mir beim Bauhaus drin, wa? Oh, das ist ja neu. Ja? Und, Barmutter Straße ist der Bauer, ein paar Windleitberg, geht in den Keller. Ja. Der Hütter, das weiß ich nicht. Jedenfalls, ihr wollt da hinkommen und rennen da rum und gucken da und so klar. Da läuft unten der Tief rum und guckt da. Da sagt er, die haben doch den Zollstock geklaut, wa? Was? Ich glaube, wie kommen Sie da? Ja, da zeigen Sie doch mal. Nö, zeige ich nicht. Warum? Ich habe da keine Zeiger. Weil mein Vater hat auch seine, der hat dann Zeug von seiner Firma mitgenommen, weil darum er sagen hat, ich habe jetzt irgendwo ein Franzoll, irgendwas bei Bauers hier, den ich hier auch, wenn ich was ein Zeug von Postig mit oder sonst hier, woanders hier, dann bin ich der Kapitän geklaut. Und der hat da einen Alarm gemacht, da sag ich, ich hole den Geschäftsführer, da sagt er, holen Sie da. Da hat der Geschäftsführer hier heute nachher, wir haben da böse gesessen. Und wir haben, mein Vater war auch damals so, naja, der war gleich auf Ruhe aus, da sagt er, kommen Sie da. Und da hat er sich, wir haben ja nicht gesagt, sagt er, ich mache Sie, was Sie wollen, und die Polizisten da, verklagen Sie den oder jagen Sie den ja raus oder was. Dann kam der Geschäftsführer, oder, wie kann man denn sowas machen? Da muss ich doch erstmal beweisen, dass sie an der Zollstock haben oder ihr einer. Da arbeite ich doch bei der Firma. Aber das hat sich alles das zweite oder dritte Mal, wo mir passiert das war. Aber so was nicht. Nee. Ich gehe ja komm, ich gucke ja nicht. Ich gehe ja noch mal Bummel kaufen, aber wenn ich irgendwie was habe, dann nehme ich einen fremden Zollstock. Nie was, ob du nie etwas Bauhaus oder was. Na, kannst ja sogar im Bauhaus, kriegst du doch sogar diese Einmaldinger. Wissen wir, kriegst du ja dann mal, ist ja so ein paar Hänger, die weißen Dinger da. Diese Bänder. Naja, klar. Aber wenn ich mal länger brauche oder so was,
Bombardiere ich mein eines Holz. Ja, gut, aber ich hätte jetzt auch in dem Fall da mit deinem Vater, hätte ich aber auch gezeigt, ich sag, was willst du von mir hier, das ist von meiner Firma. Er war ja auch da gewesen. Naja, hat er ja erstmal Alarm gemacht und dann mit ins Büro, hätte ich gar nicht gemacht. Die Geschäftsführer, die sind aber gleich so, die denken, tschüss, die sind ja gleich so, kommen Sie mal mit. Na, die haben halt eine Erfolgsprämie, kriegen die auch für ihn. Wenn ich nur wegen irgendeiner Schraube bei Dingsen, bei Konrad, die haben die geschützt, da war Schüsse drin. Und dann wird hier eine Schüsse dann. Und wenn ich die Kurve habe, dann schicke ich die Chips raus, kommt mein Rucksack wieder raus und der liegt wieder. Ja. Ja. Und Konrad ist ja auch zu teuer. Aber haben wir Platz. Naja, also, ja. Aber er kommt aber Mathe groß, ja. Ja, es ist nah. Dafür haben sie manchmal eine bessere Auswahl bei manchen Sachen. Ja, ja, das stimmt, schlüssig. Ja. Schluss Sachen bei Konrad, die den Bauer ist, nicht kriegst und so. Ich habe auch wieder sehr gewiss. Aber manche Sachen sind halt auch teurer, klar. Aber es ist ja auch viel größer, wo es kommt. Ah, ja, ja. Ich will ja nicht kommen, muss. Ich will ja bloß, wie gesagt, seine Steuerung haben und die Preisverleihe, was der hat. Ja, ja. Ich will es. Ich will meine Pfoten waschen. Der kommt dann auf den Rad. Pfoten waschen. Und dann, ja, dann ist nee, Feierabend. Jetzt mal schnell Pfoten waschen und du hast. Ja, jetzt kommt der Hakul jetzt. Also das muss ja reifen, da wird er nicht, ne? Der andere war der Reifen, ja.